Liebe Zuschauer von Grünheide TV, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 8. Sendung vom Grünheider Weihnachtsmarkt und wünsche Ihnen viel Spaß. Unser Grünheider Weihnachtsmarkt wird von vielen Ehrenamtlichen von regionalen Unternehmen vorbereitet. Es gibt viele regionale Produkte zu kaufen, wie zum Beispiel von der Löcknitzforelle oder auch andere Sachen, wie zum Beispiel von der Heather Green Patchwork Group, die Kissen herstellen, die Avobeck-Kuchen. Es ist wunderschön, wenn die regionalen Unternehmen und auch die Ehrenamtlichen zusammenarbeiten und so eine tolle Sache vorbereiten. Bei uns liegt die Kirche leider nicht wie in Kagel oder in Hangelsberg in der Ortsmitte, sondern etwas außerhalb. Aber trotzdem gibt es auch dort, wie in jedem Jahr, ein schönes Weihnachtskonzert. Ein herrliches Chorkonzert in der Kirche zum guten Hirten. Wir haben es komplett mitgeschnitten. Eine Stunde weihnachtliche Stimmung aus Grünheide. Und dabei mag man so gar nicht an journalistische Berichterstattung denken, obwohl sie mit der Kirche zu tun hat. Denn vor ein paar Monaten ist im Zusammenhang mit dem neuen Orientierungssystem ein Fehler unterlaufen. Wir haben im Bericht unter der blauen 2 für Interessenten nachgefragt. Da ich heute aber auch die Vorsitzende der Gemeindevertretung Pamela Eichmann ein bisschen näher kennenlernen möchte, frage ich jetzt erstmal sie. Wir haben jetzt Weihnachtszeit. Ich behaupte ja, eigentlich ohne Kinder macht es ja keinen Spaß. Das ist wohl wahr, wenn ich immer die leuchtenden Augen meines Sohnes sehe, das ist dann Weihnachten. Und ich kann mich an meine eigene Kindheit erinnern, das war immer Weihnachten, ja, so sehr schön der geschmückte Tannenbaum. Meine Oma hat immer gebacken, Mohnstolle und anderen leckeren Kuchen. Ja, das war so Weihnachten, so eigentlich so das Gefühl der Familie. Musstest du auch Gedichte aufsagen? Nein, brauchte ich nicht. Nee? Ich brauchte auch nicht singen, ich kann bis heute nicht singen, muss ich sagen. Trotzdem hatte also die Weihnachtszeit auch für dich immer irgendwo was Besonderes. Was war denn das Besondere eigentlich für dich Weihnachten? Die Geschenke? Nein. Das ist bei jedem Kind so wahrscheinlich. Aber. Ja, als Kind schon. Also so diese Heimlichkeit. Und man wünscht sich auch immer was, ob die Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, und dann so, sage ich mal, der geschmückte Tannenbaum und eigentlich irgendwo auch diese Friedlichkeit, die so über dem Fest liegt. In unserer Gemeinde wird sehr viel unternommen, dass sich die Senioren mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen wohlfühlen. So engagiert auch Kagel seit Jahren viele Prominente für entsprechende Feiern. Doch zu den Unterhaltungskünstlern, die in diesem Jahr zu Gast sind, gibt es eine ganz besondere Geschichte. Und die hängt mit einem verdienten, langjährigen Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr des Dorfes, mit dem 72-jährigen Peter Schwertfeger zusammen. Vor vielen Jahren hat er die Sängerin in Thüringen kennengelernt. Wir waren im Urlaub und sind nach Neuenhaus gefahren. Und in Neuenhaus ist im Raumhausstadt ein Geschäft, da sind wir reingegangen. Und da war sie dann da, jetzt wurde ich fachlich. Und da sagte sie dann, ich habe eigentlich ja keine Ahnung davon, ich mache irgendwie was anderes. Da war ich neugierig. Ich glaube, was machen Sie denn sonst? Na, ich bin Sängerin. Das war vor vielen Jahren und Peter Schwertfeger ahnte noch nicht, was für eine Karriere der Sängerin bevorstand. ARD, ZDF, mehrfache Preise. Und irgendwie war es eine Liebe auf den ersten Blick, denn Peter fand sie so sympathisch, dass er sie unbedingt noch mal sehen wollte. Das Publikum war begeistert und am meisten natürlich Peter Schwertfeger. So sieht eine herzliche Freundschaft aus. Dass in Kagel ein Elsässer wohnt, okay. Dass der wirklich aus Süddeutschland kommt, irgendwie komisch. Aber dass dieser Kagler begeistert Weihnachtsfiguren schnitzt und wirklich mit bürgerlichem Namen Nikolaus Elsässer heißt, das glaubt man einfach nicht. Das ist mein Vorname. Ich heiße richtig Nikolaus, mit K sogar. Und die Kinder lachen dann immer, wenn ich mit den Kindern rumflachse.
und sage, weißt du, wie ich heiße? Und wenn ich sage Nikolaus, und dann lachen alle, die glauben das nicht. Ja, aber das stimmt leider. Ich bin auf einem einsamen Hof geboren und den nannte man den Klausenhof, also an der Schweizer Grenze. Und darum habe ich den Namen Nikolaus gekriegt. Sie sind derjenige, der diese wunderschönen Figuren aus einem Baum stammt. Aus einem Stück. Und das kann man ja nicht Schnitzen nennen, oder? Wie nennt man das? Naja, neudeutsch sagt man jetzt Carving dazu. Aber es ist Kettensägenschnitzen, das ist eigentlich ziemlich verbreitet in Deutschland. Okay. Ich habe das im Film nur mal mit Eis gesehen. Geht auch mit Eis. Ich versuche schon, ich weiß nicht, 2-3 Jahre jemanden zu finden, der mir so einen Block herstellt. Und das ist scheinbar nicht so einfach. Das muss ja ein Betrieb sein, ein großer Betrieb, der so einen Kubikmeter Durchfrieren bringt. Gibt es hier aber bei uns nicht. Aber ich finde das also unglaublich fantasievoll. Arbeitet man auch ein bisschen noch nach mit der Axt oder schnitzt man noch ein bisschen nach? Oder ist das ja, die Partie bei einigen Figuren, die Partien um die Augen oder so, wenn man menschliche Figuren schnitzt, so um den Mund rum, dann muss man schon mit einem Messer und dann werden die Figuren alle nochmal geschliffen. Auch auf dem Grünheider Weihnachtsmarkt wurde also geschnitzt und das erleben Sie gleich live in Action. Doch vorher habe ich eine Frage an Pamela bezüglich ihres Publizistikstudiums. Du, ich habe gehört, du hast schon mal Günter Jauch interviewt, ist das wahr? Ja, das stimmt. Im Rahmen einer Magisterarbeit, die ich geschrieben habe, das kommunikative Verhältnis von Sportjournalisten, Fußballtrainern und Fußballspielern aus der ersten und zweiten Bundesliga durfte ich ihn interviewen. Ach, und da geht man einfach hin und sagt, guten Tag, Herr Jauch, da war er doch schon ein Star, oder? Er war schon ein Star. Ich habe damals eine schriftliche Anfrage gestellt an seine Redaktion bei Stern TV. Und innerhalb von einer halben Stunde hat er mich persönlich angerufen und hat gesagt, dass er für so ein Interview zur Verfügung steht. Ah, das finde ich ja toll. Das war wann? Das war 1998. Du bist Mutti, du hast einen Job, du hast die SPD als Ortsgruppe zu leiten, du hast die Gemeindevertretung zu leiten. Bleibt da noch Zeit für dich privat? Leider nicht. Also ganz, ganz wenig, sage ich mal, dass ich mal am Wochenende dazu komme, mal abends Fernsehen zu gucken. In der Woche bin ich meistens immer unterwegs. Die Abende, da bin ich meistens von 9 bis 10 nicht zu Hause abends. Sagt dir, apropos Fernsehen, sagt dir der Vorname Martin etwas? Dr. Martin? Ja, meine Lieblingsserie. Ich bin ein großer Fan. Oute mich hier vom Bergdoktor. Also man muss mir immer die Folgen aufzeichnen, wenn wir Donnerstag Gemeindevertretersitzung haben. Das gucke ich für mein Leben gerne. Also der Doktor vom Berg hat es unserer Pamela angetan. Doch zu Weihnachten wäre so manchem eine Tanne vom Berg wohl viel lieber. Denn wir Deutschen sind Weihnachtsbaumbrauch-Weltmeister. Doch warum in die Ferne schweifen? Die gibt es nämlich auch im flachen Land. Und zwar in Selbstbedienung. Das war die 8. Sendung von Grünheide TV, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen auf den Weihnachtsmarkt umschauen. Tschüss! Und da kommt noch, wie schon angekündigt, eine Attraktion. Schnitzen mit Kettensäge. Und wer sehen möchte, wie attraktiv der Grünheider Weihnachtsmarkt bei Nacht aussieht, klickt auf die blaue 8. Nächste Woche moderiert Heiko Furche und da der bei der Feuerwehr ist und in der kommenden Woche Silvester, gibt es auch Tipps, wie man sich gegen Schäden durch Böller schützt. Bis dahin, tschüss. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go.